Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu NBA 2K14. Nach einem wirklich bedauerlichen Spiel 1 gegen die Houston Rockets haben wir zu Hause verloren. Das wollen wir jetzt verbessern. Wir wollen Spiel 2 für uns entscheiden und damit mit einem Unentschieden nach Houston gehen. Miami führt schon 2 zu 0. Wenn wir in die Finals kommen, vielleicht ein Repeat der NBA Finals 2011, beziehungsweise das Let's Plays von NBA 2K13. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt das Spiel an. Spiel 2 in Dallas. Wir legen los. Ich hab Bock drauf. Los geht's. Welcome everyone, I'm Damon Bruce and this is the NBA on 2K Sports. The Western Conference Finals continue here in Game 2. It's going to be the Houston Rockets up against the Dallas Mavericks. The NBA on 2K Sports. The dream of an NBA title began long ago. On a neighborhood court, in an empty gym. But for one solitary soul, rehearsing for a stage a lifetime away. Those dreams, all that work and preparation, have built to this moment. With the grand finale so close, we bring you the NBA Western Conference Finals. Einfach geil. Einfach geil. Houston führt 1 zu 0 in der Serie. Wir wollen dieses Spiel ausgleichen. Hier. Die Serie meine ich. Für die Houston Rockets, Aaron Brooks, James Harden, Chandler Parsons, Terrence Jones und Dwight Howard. Für die Mavs, Devin Harris, Monta Ellis, Shawn Marion, Dirk Nowitzki und Omer Asik. The Turkish Hammer. Vince Carter, wir haben mit einem schönen Ringhänger. Du bist leider nicht in der Starting Five. Aber du wirst wieder richtig schön punkten von der Bank aus. James Harden nochmal mit ihm abklatschen. Ein schlechtes Spiel von der Wurfquote her, sonst hat er fast ein Triple-Double gehabt. Ach, ich gewinne schon wieder den Sprungball. Ja, so West Finals Game 2 sehen wir jetzt da unten. Okay, jetzt wollen wir ordentlich spielen. Warum macht denn Ellis den Ball nicht drin? Der muss drin sein. Oh, James Harden erstmal mit einem Assist. Er muss ja wieder Triple-Double erreichen. Das ist ja wichtig für James Harden. Nike Plus. Komm, Arschig. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Okay, Nowitzki. Ach, du sollst mal herkommen. Hast du? Toll. Wieder gut los. Nee, das ist meiner. Nee, 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 das war meiner. Mein Ball. So. Was gibt es denn so Neues in der NBA-Welt? Nein, eigentlich gibt es nichts. Genau! Wieder Alley-Oop-Action hier. Bald stehen Playoffs an. Nicht mehr lange. Vielleicht noch so 200 Wochen. Dann geht's ab. Nein. Oh, James Harden, du kleiner. Ach so. Oh Gott. Nee, nee. Na komm mal her, einer. Nowitzki vielleicht mal einen schönen Block an James Harden, genau. Marion für 3. Bumm! Shawn Marion! Mit seinen ersten Punkten. Schöner Dreier. Dwight Howard spielt lieber raus auf Aaron Brooks. Aaron Brooks. Übrigens jetzt James Harden für 3. Nee, nee, nee. James Harden wieder den Ball. Dwight Howard mit Offensive Rebound. Schöner Spin-Move von James Harden. Jetzt im Post an Ellis. Dwight Howard abgeräumt! Boah, Arschig räumt Dwight Howard ab. Nowitzki. Der macht ja einfach mal nichts, der Jones. Der macht einfach mal nichts. So. Los geht's hier. Ich möchte jetzt hier das Spiel ordentlich absolvieren und gewinnen. Aaron Brooks für 3.
Oh, gibt's doch nicht, ey. So einen schönen Pass von James Harden, was soll ich denn da machen? Da hast du halt einfach keine Chance. Aaron? So, auf Nowitzki. Okay. Stark. Ganz stark, Nowitzki. Ist auch doof, ja. Man will passen. Was macht er? Harris läuft weg und der Ball ist im Aus. Ist auch ein richtig. Okay, der war stark von James Harden. James Harden war mal wirklich Six Man of the Year. Jetzt ist er Starter. Einer der besten in der Liga. So, der muss drin sein für Monta. Ach, Stil. Nein! Dwight Howard vor Point Guard. Chandler Parsons für 3. Nicht drin. Arschig Rebound. Sehr gut. Auf Nowitzki einen Block stellen will ich. Ja. Mann, ich habe nur auf Nowitzki geachtet, nicht auf Ellis. Aber Nowitzki muss hier einen ordentlichen Block da stellen. Was ist denn das? Bitte. Kann es ja nicht sein. Kann mal 9 zu 9 James Harden für 3 nehmen. Nee, der ist hier drin, ne? Nee, weg. Und tschüss. Was ist das denn? Wie bekommt den Dwight Howard? Was ist das denn? Kann doch nicht sein. Na komm her, Arschig. Harris. Für 3. Super gespielt. Ja, so will ich das sehen. So gefällt mir das. Da geht er einfach durch. Das ist okay, er liegt. Weiterspielen. So, ganz schnell gemacht. Coast to Coast. Ja, egal, ob da ein Gegenspieler auf dem Boden liegt. Ich finde es eigentlich sowas unfair. Sowas sollte man eigentlich nicht machen. Aber das muss man halt ausnutzen, wenn er auf dem Boden liegt. Oh, Stil! Und gleich der nächste Fehler. Von Aaron Brooks. Okay. Alter. Boah, Nowitzki! War der stark an Dwight Howard. Der war schön, muss man sagen. Der war richtig schön. Hallo, wo ist denn Brandon Wright? Wo ist Brandon Wright? Wo ist Brandon Wright? Ist ja hier nur irgendein anderer Spieler. Was ist das denn? Oh nee. Ist aber nicht so nett. Finde ich jetzt eigentlich nicht so nett. Der sollte jetzt eigentlich spielen. Da steht auch Rotation beibehalten. Ja klar. Ist wieder einsatzfähig. James Harden für 3. Drinne. Boah, come on. Come on. Und Feier hier. Kann ich auch. Nee. Lauf, Lido! Du bist schneller! Lucky. James Harden für 3. Nee. So lassen wir den nicht hier werfen. Muss er vergessen. Och nee. James Harden ist richtig schnell unterwegs. Und ein Turnover. Vince Carter. Nein, das gibt's doch nicht. Oh, schöner Crossover. Aber nein, der nächste Ballverlust. Nein, ja doch. Goaltending, okay. Gut, war Goaltending von Chandler Parsons. Von Dwight Howard haben wir noch nicht so viel gesehen, das ist schon mal gut. Und wir haben natürlich unseren Dellenberg drin. Nein! Ja, Casby trifft nicht, gut!
Und, jupp. Eigentlich wollte ich einen Alley-oop auf den Strata machen, aber nein. Wir spielen normal weiter. Kein Energieverlust. Lieber machen wir auf die normale Art nochmal so ein Drechsel. Ja. Oh, Beverly. Stark. Dellenberg. Zieht das Foul. Okay, an Vince Carter. Triss mich. An Dellenberg. Er trifft sogar beide. Und Dellenberg war auch echt kein schlechter Schütze. Boom! Ricky Lido! Posterize Samuel Dellenberg! Der ist drin! Nein! Gut! Und Carter? Zieht das Foul an Jeremy Lin. Okay, komm mal, das erste Foul. Ich werde gerade so rein. Alles klar. Vince Carter von der Linie. Perfekt. 6 Punkte Führung Dallas. Ich habe das ganze Spiel auch immer gut gespielt, aber so ein Dreck denn, ey. Hätte kotzen können. Nee, Lin. Beverly wirft einfach mal. Und trifft! Der wirft einfach mal Patrick Beverly. So, jetzt machen wir hier 2 Point Guard Action. Mit Larkin und Calderon. Alles klar. Der ist drin. Wie nicht drin? Ach, Carter hat den Rebound. Brauchst mal auf Lido. Komm. Gibt's doch nicht. Carter, schade. Schade, ja. Mann, so viele Dreierchancen gerade unnötig verhauen. Komm, Lido. Yes! Lido hat einen schönen Wurf. Lido hat einen sehr schönen Wurf. Muss man sagen. So, Timeout. Kevin McHale nicht zufrieden mit den Rockets. Aber das Spiel müssen wir jetzt hier gewinnen. Das Spiel will ich gewinnen. Ich will mit einem Unentschieden nach Houston. So. Jeremy Lin. Was macht der? Der wartet hier wahrscheinlich. Wartet, bis Dellenberg kommt. Schön Crossover. Beverly. What? Omri Caspi rastet völlig aus. Erstmal ein Reverse-Style-Layup hier. Ah, Blair gegen Dellenberg. Okay, immerhin das Foul. Jeremy Lin mit seinem zweiten Foul. Ja. Schwer zu sagen. Also, Rockets spielen wirklich gut. Aber ich finde nicht, ich spiele nicht so gut wie die Clippers. Das finde ich nicht. Was? Ja, wenn der darauf haut, kann ich auch nichts für. Ansonsten könnt ihr mal so eure Kandidaten in die Kommentare schreiben, so. Playoffs, wen seht ihr da ganz vorne? Im Westen? Als Champion könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was so eure Vorstellungen sind auf den möglichen Titelgewinner. Und natürlich im Osten auch. Und dann beides mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht noch mit Begründung, wäre eigentlich ganz nett. Damit man natürlich weiß, was... Natürlich, worauf ihr so abfahrt. Achso, der stiert ihn einfach. Ach, Camby stiert Shane Larkin den Ball. Genau. Na komm, hau ihn raus. So, und Whitehawk.
aggressive defense to lead to. Yeah, points in transition. Und jetzt kommt Ricky Lido, ja. Ach so, ja. Gibt es nicht irgendwie einen Spieler, wo du einfach nur A drücken musst, der ist drin? Mensch, ey. Auch mal ein Stil. Haben 29-29 wieder. Williams für 3. Trifft nicht. Calderon Rebound. Ja, da werde ich geblockt von Caspi, ey. Spaß! Gibt's doch nicht. Viertel 1 vorbei, 29-29. Verspricht sehr viel hier in Spiel 2. Mal gucken, wie es weitergeht. Hier im zweiten Viertel. Western Conference Finals, Game 4. The Dallas Mavericks go up against the Houston Rockets next Monday, 10 Eastern, 7 o'clock Pacific. Kannst immer noch nicht verstehen, warum die Rockets das erste Spiel gewonnen haben. Finde ich echt asozial. Gerade noch so hinbekommen, ey. Also, ja, trotzdem ist Calderon drin geblieben. Ja, nicht schlimm. Williams, der wollte gleich wieder werfen. Der wollte gleich schon wieder einen raushauen. So, Dwight Howard haben wir jetzt hier im Post. Zieht das Foul. An Omer Hasek. Ach, Dwight Howard trifft einen Freiwurf. Unglaublich. Trifft beide, was los? Dwight Howard geht ab. Alles klar. Oh, Calderon, schöner Floater, ja. Bei 2K gehen die immer rein. So ist das halt. Wow, 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 wow. Jeremy Lin. Williams wieder auf Lin rüber. Cannon. Der wirft doch nicht. Cannon wirft aber. Trifft aber nicht. Willst du mal einen Sehne Dreier werfen? Kann? Ja, da hast du ihn gesehen, der Dreier werfen kann, aber nicht treffen kann. Ah, so sieht das aus. Was haben wir denn da für Spieler da? Da wird später Dirk Nowitzki hängen. Und Jason Kidd und Jason Terry. Ja, die werden da alle rumstehen, gerade Dirk Nowitzki. Der größte Merrick aller Zeiten, Dirk Nowitzki, ein Deutscher. Ist dem Verein immer treu geblieben, so will ich das sehen. Cannon Fadeaway. Trifft nicht. Dwight. Howard wird gefoult von Dirk Nowitzki. Der holt ja auch die ganzen Rebounds. Ja genau, jetzt trifft er da alle Freiwürfe. Ah, geht doch mal. Deswegen ist realistisch. Ah, ruhig bleiben. Oh, ganz ruhig. Ganz ruhig. Der Linken. Was soll. Marion, okay. Sieht immer in das Foul, ja? Das ist jetzt so eine Foul-Partie. Ja, da habe ich zu früh losgelassen. Ah, Marin ist ein guter Freiwurfschütze. So, der trifft. 32 beide. Ja, 3-3 in dem Viertel. Ganz stark, ganz stark. Der ist drin. Nicht drin, okay. Jason the Jet Terry für 3, da haben wir es gesehen.
oder hat Jason Terry wieder mal einen Dreier getroffen, so wie ich das sehe. James Harden. James Harden, immer noch James. Ach, der Spin. Sag ich doch. Noch Aaron Brooks, der geht mir auf den Sack. Der geht mir auch richtig auf den Sack. Okay, Foul von Terrence Jones. Runter mit dem, ganz klar. So, Jason Terry hat den Ball. Ellington! Für drei! Super gespielt. Ellington stand auch wunderbar frei. Eliop auf Dwight Howard. Super. Das ist... Ah, die Eliops sind noch wirklich mit Scheiße, ja. Das muss man mal sagen. Das macht Lob City besser. Bam! Der Dank war ja geiler als der Eliop gerade, muss man mal sagen. Ja, oh mein Arschig. So sieht's aus, wenn Dwight Howard in der Defense fehlt. So sieht das aus. Denkst du, willst es mir irgendwie hier? Alter, wer der nähern? Nee. Das war eine super Defense, ey. Na komm, Ellington, so. So, nee. Und das Foul von Chandler Parsons, sehr gut. Das dritte Team voll schon. Ja, komm. Ah, schade. Ah, schade, schade. Hätte klappen können, ja. So, wieder. Nee, weg da. James, ah, nein. Parsons für drei. Dwight Howard. Double Team. Ah, er war stark von Aaron Brooks. Er spielt ein super Spiel. 10 Punkte schon für den. Alles klar. Oh, jetzt habe ich 2 Double gedrückt. Wollte ich hier auch nicht. Gucken, was das ist. Alter. Göttlich! Oh, das ist auch ein richtig schöner Spielzug. Ah, zum Glück kein N1. Der trifft beide. Der trifft beide. Aaron Brooks, wenn er so weitermacht, der macht 30 in dem Spiel. Auf jeden Fall macht er über 25. Oh, Jason Terry, du hast ihn noch drauf, ha? Oh, oh! 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 Super gespielt! So will ich das sehen. 7 von 12 Dreiern. Von den Dallas Mavericks. Ganz stark. Ich glaube, Aaron Brooks hat... Der trifft nicht. Ach ja, Dwight Howard. Da hat Nowitzki keine Chance. Das ist einfach Dwight Howard. Du hast keine Chance gegen den. Der ist einfach Bombe. Muss ich einfach sagen, der ist Bombe. So, jetzt kommt hier mal Ellis rein. Ah, nehme ich gerade mal für euch jetzt schön 2 Spiele in Folge auf. Achso. Gut, 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 gut für das Teamfoul von Aaron Brooks. Und Ellis geht an die Linie. So, der erste Sitz, wunderbar. Also, der zweite nicht. Ich etwas zu lang gehalten. Dwight Howard nur 4 von 6. Hatte der im letzten Spiel 100% Wurfquote? Ich habe keine Ahnung. Ach, Jones! Hahn! Trifft nicht, alles klar. Ah, der James Harden ist zu fix. Der ist einfach zu fix.
so arschig jetzt. Ja. Raus, da spielen wir lieber raus. Ich bin sicher raus. Carter für 3. Gibt's ja nicht. Da hatte ich gerade James Hunter hinfliegen lassen. Ach nee. Aaron Brooks, der geht richtig ab gerade. Ist doch nicht, ey. Ganz ruhig. Ganz ruhig so auf Ellington raus hier. Ellis. So, was soll ich machen? Hoho, Ellington, ey, da hochprozentig, hundertprozentig von dem Feld, unglaublich. Auszeit Houston, Houston! Oh, jetzt können wir mal hier tauschen, hier kommt der... Hier kommt der Marion rein und hier kommt der Blair rein. Alles klar. 16 Punkte, so können sie mal spielen. Die Houston Rockets. So, Dwight Howard bringt jetzt eh den Ball. Schade. Double Team, komm. Double Team, schade. Oh Mann! Gibt's doch nicht, ey. Das war im letzten Spiel genauso. Dann noch so 50 Sekunden vor Schluss oder so. Toll, ja, trotzdem hat er den Freiwurf dann da reingemacht. Jetzt hat er nicht reingemacht. Okay. Und nicht das N1, schade. Fünftes Team Foul. So, Blair kann jetzt auch 4 Punkte vergrößern. Na, das war mal 9,1, jetzt sind es war mal 10, jetzt sind schon 8,6. Oh, der erste Sitzzocker für Dijon Blair. Pff, der zu alt, im Gegensatz nicht. So, Brooks, du machst das nichts mehr rein. Der ist drin. Ja. James Hahn. Pass, war schnell. Ellis. Wow! James Hahn wird da weggenutzt. Nein, es war Dwight Howard, der da abgezogen wurde von Vince Carter. Das war kein Foul. Er trifft beide. Was? Okay, Aaron Brooks trifft den Freiwurf nicht. Aber in 2. One point lead. Aus auf Ellis. Hat der überhaupt heute schon 3 reingemacht? Trifft er nicht. Der tippt's ja nicht. Ach, der Flotte geht mal nicht rein, ja. Ah. Schön mal hier kommen. Blair steht mit dem Block. Der Linken für 3. Na, nicht drin, was ist das? Gibt's doch nicht, ey. Was? Das war eine super Defense von Marion, ey. Oh. Ellis! Für 3! So, neunter Führungswechsel. Sie? Nein! Och, come on. So viel Glück kann man auch wieder haben, ey. Dann geht er da einfach durch. Sind alle wieder tot hier. Dings hier rein. Arschig rein, Nowitzki rein, Carter raus. Nee, wir können hier ruhig Nowitzki drinnen lassen.
Na toll, wir lassen gerade mal drin. Ausgleich 55 beide. Das ist aber auch sehr spannend, das Spiel. Aber wir stellen mal. Nowitzki, ganz starker Pass von Monta Ellis. Nowitzki jetzt wieder schön freigelaufen. Dann in die Zone an Dwight Howard vorbei. Nowitzki mit 100% Wurfquote. Unglaublich. Ach, der geht ja einfach durch. Der geht ja einfach durch. Oh nein. The defense has to make an adjustment. They've got to string together some stops or at the very least try to force this team. Ellis für 3. Sehr gut von Monta. Jetzt so viel Monta Jessen. Was? Das gibt's da nicht. Brooks hat 30 Punkte zur Halbzeit. Nein. Ein Kratter. Nein. Oh Gott. Jetzt kommt so ein richtig schöner Nowitzki, pass auf. Ja, bam, 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 bam. So läuft das. Dirk Nowitzki. Schöner Buzzerbeater. Mavericks lead by 3. We'll see you back here after the break for third quarter basketball. And now, brought to you by Sprint. Hello out there and welcome to the Halftime Report as the conference finals continue on 2K Sports. Dallas on top against Houston. A win today would even things up in this series. A fantastic first half for Monta Ellis. He has 11 points and he's stacking up the assists too, keeping the defense off balance with his passing. A scrappy effort by Houston. And defensively, they've done a good job grabbing rebounds, limiting second chances. It's been a superstar display by Aaron Brooks. His shooting percentage off the charts right now. He's got the magic touch from the field, no question about it. That'll be all for us here at the studios as we head back to the start of the third quarter with Kevin, Steve, Clark, and Doris. Thanks so much for joining me. The Sprint Halftime Report, presented by Sprint. So, Freunde, das war der Halbzeitbericht. Zweite Halbzeit geht jetzt los. Wir führen mit 3 Punkten nach einem wunderbaren Buzzerbeater von Dirk Nowitzki. 3 Punkte Führung, ja? Das würde ging an uns. Ellis mit 5. Das ist schon, ja. Heute knacken wir die 10 auf jeden Fall mit ihm, das sage ich euch. Ah, ich hoffe, wir kommen jetzt wirklich mal gut in die zweite Halbzeit rein. Vielleicht können wir eine Führung uns aufstellen. Aaron Brooks, der wird jetzt nicht mehr punkten. Ah, sehr gut. Schon mal gestoppt, den Kerl. Schon mal gestoppt. Oh! Alter, Devin Harris, Euro-Step-Korb, leg an James Harden. Und James Harden wollte das Offensiv-Foul. Das gibt's ja nicht. Das war eine richtig gute... Die haben wieder Punkte in der Zone, ey. Na komm mal her. Na komm mal her, mein Freund James Harden. Keine Chance hast du. Nowitzki! So, Ellis mit seinem 6. Assist. Ah, James Harden auf Aaron Brooks. Wird er gestoppt? Wird gestoppt? Und auf Marion! Reverse Style! Alley-oop Action! Schöner Pass von Devin Harris. Super Start ins dritte Viertel für die Dallas Mavericks. 7 Punkte Führung. So gefällt mir das. So, James Harden hat wieder den Ball. Das ist Brooks. What? Was war denn das auf einmal? Okay. Wir haben den Ball.
Wir spielen wieder raus auf Ellis. Na, schick. Oh, braver Junge. Braver Junge, komm. N1. Schade. So, der erste für Ellis sitzt. 8 Punkte Führung. Der zweite sitzt immer nie. Was ist das denn für ein Beschiss? Ob ihr Brooks was anstellen kann, dein Ernst? Der läuft wieder zur Dreierlinie, pass auf. Oh, der kommt da echt durch. Der kommt da echt durch! Ist der behindert? Macht erstmal einen Floater. Der hat 21 Punkte. Der ist ja richtig stark unterwegs heute. So, Devin. Ja, Monte. Der kommt gleich in Einsatz. Zwar da. Schade. Hat er die Kraft nicht. Da hat er die Kraft nicht. Aaron Brooks. Für 2. Ja, sind sie wieder auf 4 dran. Schnell geht's. Ja, super, Arshay. Kannst keinen Ball fangen. Ganz ehrlich, du bist so ein Vollhorst. Vollhorst? James Hunt trifft nicht. Unser. Ja, perfekt, okay. Parsons hat ihn rausgehauen. Oh, Mann, oh, Mann. Witzki. Ich hätte eigentlich durchrennen müssen, was mache ich? Viel zu früh losgelassen, ey. Ach, Stiel! Monta Ellis! Und Harris zieht das Foul. An Jones. Alles klar. Okay, wunderbar gemacht. A plus von der Linie. So, der zweite geht eh nicht rein. Ja, nur B minus. Nur B minus. Alles klar, wieder 6 Punkte Führung. Okay. War erst das erste, ist nicht schlimm. Okay, die haben gerade mal 6 Punkte, haben die gerade mal. So. Wer ist denn nochmal? Camby. Ach, genau, Camby, ey. Der alte Herr. Wer der René? Aber Camby holt sich den Offensive Rebound. Gibt's ja nicht. Na komm her. Du weißt gar nicht, mit wem du dich hier anlegst. Es ist Monta Ellis. Foul an Camby, oh Gott. Gerade so, ey. Gerade so. Jetzt kommt Nowitzki. Ruhig. Nowitzki, steht du im Block? Yes! José Calderon! Super gemacht. Devin Harris mit dem Assist. Ah. Kennen, ah ja. Kennen. Das gibt's nicht. Camby, Alter, der spielt besser als Dwight Howard. Na, Marion. Oh, wird da abgeräumt. Da wird da von Camby abgeräumt. Und das Foul. Camby spielt gerade richtig gut. So, Sean Williams an Dwight. So, jetzt auf Dwight. Der Sean Williams kennen. Noch kennen. Dwight. Kennen. Wird werfen. Und der geht nicht rein. Hol den Rebound, Mann! Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig.
He dishes it to Nowitzki, defended by Cannon. Ja, das ist Cannon, da muss Nowitzki die Punkte machen. 12 Punkte, 6 von 6 aus dem Feld, 3 Rebounds für Dirk Nowitzki, so will ich das sehen. Super bis jetzt. Williams wirft, trifft nicht. Rebound Sean Marion. José Calderon trifft. Das sind 9 Punkte. 9 Punkte Führung. Mal 10 Punkte in dem Viertel für die Houston Rockets. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr. Dwight Howard. Du kannst nix. Der kann doch was. Alles gleich, der geht nicht rein. So, jetzt dürfen wir dann nicht rankommen lassen. Das versuche ich jetzt. Aber Carter macht das. Sehr schön, wir behalten die Führung. 7 von 10 aus dem Feld bis jetzt in der zweiten Halbzeit. Das sind 70%. Das ist richtig stark. Im Vergleich zu der ersten Halbzeit waren es 62%. Nowitzki ist tot. Oh nein, Blair hinten. Wir lassen einfach Marion drin erstmal. 9 Punkte Führung, das ist gut, das ist echt gut. Die will ich jetzt im vierten Viertel nicht mehr rankommen lassen. Dwight Howard für 3! Okay, der wird eh auf James Harden passen. Ach denn, der Dwight Howard, ist der besoffen? Ja, okay. Wollte eigentlich doch so an James Harden so ein bisschen decken. Okay. Gut, cool, macht ruhig weiter. Shane Larkin. Carter. Für 3. Yes. 10 Punkte Führung für die Dallas Mavericks. Hier in Dallas. Sehr gut. Hier in Spiel 2 meine ich natürlich. Jeremy Lin. Aus dem Dribbling. Got it. Der war wichtig. 66% aus dem Feld. Was willst du in James Harden? Du hast... Ja genau, James Harden mit seinem flinken Händchen da. Nein. Ist doch nicht, ey. Glaube ich, da mit Blair irgendwie hinter ihm. Da wirft er einfach eiskalt. Das ist schon mehr richtig frech. Calderon, wir machen so halt. Oh nein, das ist auch noch das Foul. Jetzt können wir auf 2, auf 3 wieder rankommen. Oh, ich habe gesagt, ich will ihn nicht rankommen lassen. Machen sie. Spindert. And they continue to knock down the long range 3-point shot as well. So, müssen wir mal hier auf Calderon ein bisschen. Für 3. Wieso trifft denn der nicht? Jeremy Lin, weg mit dir. Ja. Und das ist nur eine 1-Punkt-Führung. Oh, das ist so kacke, ganz ehrlich. Blair raus, der kann nichts. Larkin raus, bitte damit. Schon mal die Rollen getauschen. Calderon rein. Ellis rein. Und hier kommt Ellington rein. So. Sind die wieder rangekommen, ey. Das ist kacke. Das muss man so mal sagen. Ja, sehr gut, das Foul von Parsons. Sehr gut, der erste sitzt. Es muss alles sitzen.
Er sitzt auch für Omer Asche, ganz stark. Ja, 3 Punkte, ja, 3. Nein. Nein! Nein! Auf wie viel Glück kann man schon wieder haben? Und James Hahn 2 von 7 Dreiern in der ersten Halbzeit, nicht so stark. Nee, oder? Willst du mir jetzt verarschen, Calderon? Der will mir jetzt rollen. Kannst du mal irgendwie laufen? So, jetzt führen die mal wieder. Die Rockets. Jetzt führen die echt. Ich glaube, ich krieg den nicht zu viel. Komm, Ellis. Yes! Schöner Fadeaway. 87-87. James Hahn. James Hahn. Oh, was für ein Pass auf Aaron Brooks. Der ist drin. Aber Dwight Howard mit dem Putback. Dwight Howard. Für 3. Schade. Nachher noch ein Loose Ball Fall von Blair. Jetzt führen die. Ich glaube, ich hatte. Drittes Viertel vorbei und die führen, ey. Wenn die verlieren, sehe ich schwarz. Western Conference Finals Game 3. The Dallas Mavericks take on the Houston Rockets this Saturday, 10 p.m. Eastern, 7 Pacific. So, Freunde, viertes Viertel, letztes Viertel, 89-87. Ist das spannend? Los geht's! Das wird jetzt erstmal hier ein geiles Viertel werden, sag ich euch. So, erstmal Nowitzki hier an Parsons. Und das ist N1, Baby! Chandler Parsons, fünftes Team, fünftes Foul. Nowitzki mit dem N1. Schön gemacht. Und der Freiwurf sitzt ebenfalls. Sehr guter Start. Gleich mal ein N1. Wie Marion muss an James an. Oh, da sehe ich jetzt erstmal schwarz, Alter. Hau ab, hau ab. Der ist mir zu schnell. Nee. Nee, nee. Er kann ruhig weiter so werfen. Okay. Arsch, ich stelle du mal einen Block. Genau da, genau da. Meiner. Ja. Haben noch 5 Sekunden? Was hat denn? Okay. Nowitzki trifft aber den Wurf nicht. 1. Februar für Dirk Nowitzki. Ganz schwach. Hätte er den Rennen gemacht, ich wäre rausgegangen. Ich hätte das Spiel beendet. Oh, schön. Aber nein! Alice, das Ding muss doch drinnen sein, ganz ehrlich. Alter, die gehen nie rein. Mann. Ach, sowas muss aber reingehen, ey. Sonst. Genau, ey. Aaron Brooks, der. Ich habe so eine hohe Wurfquote, ey. 61% aus dem Feld ist unglaublich. Wo meinst du es eigentlich gerade mit Ellis? Bin ich behindert oder was? Oh, geh doch mal weg da, ey. Hey, ich verliere, ey. Der ist ja. Genau, der hätte sie geworfen. Oh, der gute Film.
Ganz ehrlich, Mann. Sieh echt schwarz. Geh doch mal weg da, James Harden. Ganz ehrlich, verpiss dich. Mach ihn rinnen, Nowitzki. Mach ihn einfach rinnen, danke. So, 93-92. Du kommst nicht vorbei, James Harden. Geh ruhig ins Aus. Wenn der drin ist. Ach, genau, ganz ehrlich, Aaron Brooks, ey. Overpowered. Unlogisch. Unlogisch. Was ist das denn? Ja, genau, ey. Bei jedem Kack, ey. Die machen immer so was. Aber bei mir, ja, fangen wir nicht. Genau! Das ist das so unlogisch. Dieses kleine Pennerkind, dass der so was kann, ey. Erzählst du mir was, ey? Der hat 30 Punkte. Was habe ich gesagt vorhin? Jetzt hau ab da. Ach, klar, dass er nicht reingeht. Du spielst dich als verloren. Alter. Veteranen Young, Alter. Ach, man, Mann. Komm, Terry. Mann! Du musst da reingehen! Für Pech kann man nur wieder haben, ey. Für Pech kann man nur wieder haben, ey. In and out, alles Mögliche hier. Ist ehrlich, das Spiel ist verloren. Die Serie ist auch verloren. Ich komme nicht in die Finals. Kann ich sein, diese Kacke. Hallo, Penner! Not in my house! N1! Nein! Aber blockt Arschig haut beim Monster dann. So. Reicht es mir hier. Muss sein. Na klar. Oh, 5 Punkte Rückstand, ey. Nein! Mann, Marion! Sehr gut. Stimmung wieder oben. Nee, nee, nee. Ich pass ja auf. Pass ja auf. Oh, wieso machst du denn einen Floater? Ja, was ist denn das? Ich hab da nur einen Fake gedrückt. Alter. Ja, was soll ich denn machen, ey? Da war kein Foul! Ich hab in die Luft geschlagen. Es ist mal wieder zum Kotzen. Guckt euch das an. Nach 5 Minuten 6 Punkte. Es ist typisch Dallas. Ganz ehrlich, das Spiel ist so kackprogrammiert im vierten Viertel. Genau, ey. Geh weg, Dwight. Geh weg. Geh weg. Geh mal weg. Wie einfach seine Geschwindigkeit so hoch gehauen wird. Geh weg. Mann. Doch keine Chance. Oh, wie gesagt, eine Strinne. Nee, das ist Kacke. Das ist einfach nur Kacke. Wie man hier sieht, ich treffe nichts. Über 60% das ganze Spiel über. Und dann das vierte Viertel. Ich könnte brechen. Boah, Mann, Dreier, ey. Ganz ehrlich. Kann doch nicht sein. Tut mir leid, aber ist so. Ist doch wieder unlogisch zum Feinsten, ey. Wie sieht denn der den da? Oh. So schnell hier. Lauf. Randa! Tut dir mal. Ach, die Defense spielt. Vince Carter, ich hab nicht mal Vince Carter gesteuert, der haut darauf. Mann, ey, das dürfen wir nicht verlieren, das Spiel. Letztens, die wäre nicht schlecht.
Genau. Scheiße. Mann, dieser Drecks-Jones, Alter! Offensive Rebounds wieder zum Brechen, ganz ehrlich. Ach nee, wird nicht. Oh Gott. Ich sehe schwarz. Das ist ja wieder total unlogisch. Einfach unlogisch. Einfach unlogisch. Tut mir leid, aber es ist so. So, man braucht nicht einen Block stehen, du Pfosten, ey. Oh, Ellis. Wichtig, ey. Wichtig. Ganz wichtig. Mann, ey. Wenn wir jetzt hier beide Spiele zu Hause verlieren, das wäre richtig bitter. Das wäre sowas von bitter. Steal. Steal, nein. Oh. James Hahn. Oh, ich hasse das, wenn die ein Kack-Crossover machen, ey. Yes, Ellis! Wichtig! Wichtig! Ganz wichtig, Ellis mit dem Dreier. Weg da. Hau ab, James Hahn. Okay. Was? Das war ein Block! Das war ein Block! Ey, krieg da die Motten, ganz ehrlich, ey. Das ist doch unlogisch, ey. Das war doch wohl ein Block. Wieder weggeflogen ist der Ball. Das war doch ein Block. Mann. Wo war der jetzt? Ah, nee. Schwer zu viel. Nee, okay. Das war jetzt unlogisch. Lauf doch mal, Harris, ey, du Fettsack. Und das nächste Foul. Von wegen, ich besiege die 4-1. Er kann nämlich sowas von hier rollen. Kannst du vergessen, ey. Triff doch mal irgendwas, ey. Kein Bock mehr. Ganz ehrlich. Verlieren beide Heimspiele, das läuft. Genau. Freunde, ey, nee. Oh, warum wechseln die auch nicht? Aus? Das kann doch nicht sein, wenn ich das schon wieder sehe hier, ey. Da krieg ich einen Kotzreiz. Da krieg ich einen Kotzreiz, ganz ehrlich. Da krieg ich einfach einen Kotzreiz. Tut mir leid, ist einfach so. Ist es so. Ach, nee. Ja. Das geht's nicht, also. Verlieren das schon wieder, ey. Versteht das nicht. Mal so gucken, ja? So, ich geh mal rauf hier. Versteht's einfach nicht. So. Feldwurf. Erstes Viertel, 48%. Zweites Viertel, 71%. Drittes Viertel, 60%. 39%. Komm, das ist doch... Das ist einfach nur unlogisch und unfair gemacht. Tut mir leid. Ist aber so. Drück ab alles A und die treffen einfach nichts. Tut mir leid, das ist unlogisch. Die haben hier einen Durchschnitt von so einer richtig Kacke. Nee, klasse lieber. Hau ab. Hau ab, James Hunt. Hau ab. Nee. Ich nehme halt noch Spiel 3 auf. Das ist mir so egal, wie ich spiele das. Ich nehme noch auf.
Können Sie mich hier alle mal marsch. Liegen halt 2-0 hinten, kann das gerne das Spiel aufgeben. Ja, ich sag dazu nichts mehr, ich find's unlogisch. Nee, fick. Einfach geh weg, geh mal weg. Ja, was soll ich denn da machen? Jetzt faulen sie wieder, ey. Boah, ey. Er trifft ihn nicht. Geil, geil, geil. Hey, haben wir keine Mannschaft gegen, die sowas vergeben, die noch sowas vergeben hat. Jetzt sind doch keine Auszeit mehr. Das Spiel ist verloren. Da habt ihr keine Chance. Alter, leck mich, du Spaß. Du hast nichts da recht, einfach Lido zu blocken. Offensiv voll, komm. Nee. Nee, weg, Blair. Jo, mal wieder verloren. 117.11 war es erst 118.11. Zu viel durch, zu viel zugelaufen. Reg mich einfach auf. Ganz ehrlich. Hab's so gewusst, dass sowas passiert. Ich hab's so gewusst. Es ist mal wieder 2K, ganz ehrlich, ey. Nee, das kotzt mich an. Dazu sage ich auch nichts mehr. Wenn wir Spiel 3 verlieren, gebe ich die ganze Serie auf. Einfach Kacke. Die hat meinerseits 1000-mal Glück. Wenn sie sowas da einfach... Ich stehe den Ball, der Ball ist schon weg, der rennt einfach durch, macht dann Korb rein, ja. Das ist doch unlogisch. Aaron Brooks macht da 30 Punkte. Verstehe ich auch nicht, Alter, wie der das macht. Das ist doch so ein Move kann der, ey. Ist doch unlogisch, ey. Das hat mich angekotzt irgendwann, ey. Drecks Houston Rockets. Ganz ehrlich. James hat 28. Ja, okay, nur 24 Punkte. Ja, ist in Ordnung, ja. Aber die haben die zweite Halbzeit wieder dominiert. Das ist typisch, Dell ist zweite Halbzeit. Ist typisch halt. Alice 19 Punkte, 6 Assists. Vince Carter 18. Nowitzki 17, 8 von aus dem Feld, stand stark. Lido 15. Harris 11. Assists, 11 Punkte, 6 Assists. Ja. Howard 14 Punkte, 19 Punkte. 14 Rebounds, 19 Punkte. Hahn 28 Punkte, 9 Assists, 6 Rebounds. Aber eine bessere Wurfquote als letztes Spiel. Über 50%. Naja, ich gebe das Ganze auf. Das können wir nicht mehr schaffen, glaube ich. Es wird zu schwer. Es wird einfach zu schwer. So, wir können mal hier das Spiel simulieren. So, Heat führen 3-0. Gegen die Brooklyn Nets. Houston Rockets führen 2-0 gegen mich. Ich habe keine Chance gegen die, tut mir leid. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder von NBA 2K14. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ja, ob wir noch das andere gewinnen, Spiel 3 ist ein Rätsel. Es wird ein ganz wichtiges Spiel werden. Wenn wir das verlieren, dann haben wir das Ganze verkackt. Ja, wird kacke werden, richtig scheiße werden. Spiel 3, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Euch noch einen schönen Tag, macht's gut, ciao, ciao.